Da würde ich gerne zitieren. Herr Wolf ist dran. Eine Bemerkung, eine Frage. Grundsätzliche Bemerkung, was mich ein klein bisschen stört, ist, sitzen Sie hier und weinen, wie schlimm das jetzt ist mit dem Wasser in dem Fisch und so. Und das ist ja auch irgendwie nicht so toll, ja. Aber ich frage mich immer, was ist die Alternative? Ja, was ist kein die Wasser Alternative bei der Pizza? Sollen wir jetzt alle Frischpizza machen, ja, zu Hause? Wäre ein Gedanke, ja. Nur erstens, da brauchen Sie natürlich irrsinnig Zeit für, ja. Oder aber, wenn man also die Hartz-IV-Empfänger sozusagen vor Augen stehen hat, möglicherweise, ja, die vielleicht die Zeit hätten, die haben aber nicht unbedingt die Fertigkeiten, Fähigkeiten, ja. Nur Leuten jetzt, Herr Professor, den Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen, Entschuldigung, die Fertigpizza essen, weil sie in dem Moment keine Zeit haben. Sehen Sie einen Unterschied in der Zubereitungstechnik zwischen Hartz-IV-Empfängern und Menschen mit Abitur? Dazu gibt es auch eine Untersuchung in diesem. Land. Es gibt keinen Unterschied, was die Präferierung von Tiefkühlkost angeht. Darum geht es nicht. Nein. Ich habe gesagt, das sind die Leute, die vielleicht die Zeit hätten. Ich habe nur von der Zeit gesprochen, nicht von der Zubereitung. Können Sie eine Pizza machen? Sie sind Professor. Nö. Ist Ihnen zu schwer? Können Sie mal kurz sagen, wie lange es dauert, einen Pizzateig zu machen, was man dafür braucht, wie lange das dauert und dann ab in die Belagkiste? Also den Teig, wenn Sie den schon ein paar Mal gemacht haben, setzen Sie den in 5-6 Minuten an, dann müssen Sie natürlich ziehen lassen. Aber das ist natürlich immer, ich sag mal, man muss sich natürlich mit seiner Ernährung ein bisschen auseinandersetzen, aber den Teig kann ich zum Beispiel, bevor ich zur Arbeit gehe, ansetzen, ja, stell den an einen leichten, nicht zu warmen Ort, ja, wenn ich abends vom Arbeiten komme, rolle ich das Ding halt aus. Eine schnelle Tomatensoße, wenn ich regelmäßig koche, habe ich die eben Wegglas irgendwo im Kühlschrank stehen. Ja, dann muss ich das Ding nur noch belegen und back das. Also, ja, aber warum? Warum muss ich mich hinsetzen und einen Teig machen, was mir keinen Spaß macht, über den Markt laufen und irgendwelche Gemüsen zusammensuchen, was mir auch keinen Spaß macht? Haben Sie ja? Kinder? Ja. Ich habe Kinder. Ja. Und die leben noch. Das ist das Erstaunliche daran. Ich lebe sogar noch. Ja. Und ich verstehe einfach nicht, wo ist das Problem? Ja.